Die Pfaffenhofener Tafel betreut mit ihren Außenstellen rund 500 Tafelkunden. Auch wir waren von der Corona-Pandemie maßgeblich betroffen, da rund 98% unseres Stammpersonals zur Risikogruppe gehörte. Das führte leider dazu, dass auch die Tafel kurzfristig den Betrieb einstellen musste und wir neue Wege gehen mussten. Nötig geworden ist, dass wir also externes Personal akquirieren, was uns sehr gut gelungen ist, über die Bürgerhilfe der Stadt und über die Corona-Nachbarschaftshilfe. Hier konnten wir Helfer gewinnen, die außerhalb der Risikogruppe waren, die wir jetzt hier im direkten Kundeneinsatz zunächst einsetzen konnten. Die Verhältnisse im Tafelhaus sind relativ beengt. Das ist ein wunderschönes Haus, aber für die Ausgabe war es jetzt momentan nicht mehr geeignet, weil die Abstände einfach nicht eingehalten werden konnten. Wir haben eine sehr gute Lösung gefunden in Zusammenarbeit mit dem Festzeltverleih Stiftel und der Stadt Pfaffenhofen. Haben wir ein wunderschönes großes Zelt in den Tafelgarten gestellt bekommen, wo wir jetzt unsere Ausgabe wöchentlich zweimal vollziehen können, wo die Abstände eingehalten werden können, alles unter besonderen Hygienemaßnahmen mit viel Abstand. Alles in allem ist mit einem enormen logistischen Aufwand verbunden. Wir müssen Papiertüten vorpacken, die uns im Übrigen auch allesamt gespendet worden sind. Also rund 6.000 Tüten haben wir gespendet bekommen von privaten Leuten, von Unternehmen in Pfaffenhofen, die alle die Tafel wunderbar unterstützen. Hier hinein packen jetzt unsere fleißigen Helfer, die haltbaren Lebensmittel, die momentan spendenfinanziert allesamt mehr oder weniger zugekauft werden müssen, damit wir den Tafelbetrieb jetzt erstmal aufrechterhalten können, und geben diese an die Tafelkunden aus. Allerdings ist es so, dass wir das jetzt bis zu den Sommerferien machen, und danach muss es einen neuen Plan geben, denn dauerhaft geht es im Zelt natürlich auch nicht, weil im Winter wird es sehr kalt werden da drin. Und wir wollen unseren Betrieb auch wieder in das Tafelhaus zurückverlegen. Da wird gerade mit Hochdruck dran gearbeitet, wie man die Schichten neu strukturieren kann, wie man alles besser optimieren kann. Man wird weniger Personal zu verschiedenen Schichten einsetzen müssen. Und das erfordert einen ganz schönen Kraftakt der Logistik. Und da arbeiten wir gerade dran. Der Förderverein der Tafel unterstützt die Tafel bei ihren laufenden Projekten finanziell. Wir haben Spenden gesammelt, die notwendig sind, um all die Projekte umsetzen zu können. So haben wir Gutscheine ausgegeben. Und wir möchten ganz herzlich allen Spendern danken, die uns die letzte Zeit unterstützt haben. Nur durch diese Spenden war es uns möglich, die Projekte zu realisieren. Es haben Firmen gespendet, es haben Privatpersonen gespendet, und zwar äußerst, äußerst großzügig, wofür wir uns ganz herzlich bedanken wollen. Wenn Sie uns weiterhin unterstützen wollen, auf unserer Homepage steht die Kontonummer. Wir sind für alle Spenden sehr, sehr dankbar.